Und mit Filtertütata geht's los. Heute geht es um die 2W-Gleichrichterröhre DE2-200 bzw. der Industrieversion die DE2-200-01. Das ist die Variante, die ich habe. Diese Röhre wurde wahrscheinlich Ende der 1930er Jahre, Anfang der 1940er Jahre entwickelt, wohl hauptsächlich für Industrie- und militärische Anwendungen. Sie verfügt über einen Spezialsockel. Gucken wir uns am besten mal das Datenblatt an. Das ist die Anwendung. Ich meine, das Datenblatt. Mal das so lange. Man sieht, die Röhre hat nur einen Sockel für die Heizung. Die beiden Anoden sind auf der Kolben, am Kolbenende rausgeführt. Die Röhre selber hat eine Heizspannung von 4 Volt und einen Heizstrom von ungefähr 4 Ampere. Maximal 2000 Volt Anodenspannung bei maximal 5000 Volt Sperrspannung und der Anodenstrom kann maximal 50 Milliampere betragen und der Innenwiderstand beträgt ca. 500 Ohm. Das Datenblatt zur Röhre fängt bei über 1000 Volt an, was natürlich mit dem Neuberger nicht zu testen ist. Deshalb werden wir hier ein bisschen Freestyle vorgehen und eine Anodenspannung von 250 Volt verwenden, welche beim Lastwiderstand von 5 Kiloohm im Neuberger dann insgesamt 5,5 Kiloohm inklusive dem Innenwiderstand beträgt, was dann rechnerisch einen Anodenstrom von ca. 45 Milliampere zur Folge hat. Die Röhre ist noch nicht getestet. Und wenn wir mal schauen, was passiert, kommen wir jetzt erstmal zu den Bildern. Wie gesagt, es ist eine Industrieröhre, insofern ist sie etwas größer als die normale klassische Gleichrichterröhre. Sie wurde produziert von Philips. Man sieht die Anschlüsse, die Dreh-, die Schraubanschlüsse für die beiden Anoden. Die relativ großen Anodenbleche. Die Röhre ist halb indirekt geheizt. Sie verfügt über zwei Kathodenröhrchen pro Anode. Der hölzerne Sockel der Röhre zum Ausstellen der Röhre ist noch vom Vorbesitzer. Das ist die Röhre von der Seite. Man erkennt die Industriequalität, weil die Röhre selbst ist komplett aus Keramik innerhalb gezeichnet. Also es ist keine Klimmer. Halterung vorhanden, sondern es ist alles Keramik. Hier sind die beiden Getterpfannen. Das hier ist der Quetschfuß im Detail. Wie immer sind natürlich alle Bilder auf der Webseite verlinkt.
Das hier ist eine Anode von der Seite. Und dass kein Glimmer in der Röhre ist, ist gerade wieder widerlegt worden, weil hier ist der Glimmer allerdings an keiner mechanisch tragenden Funktion. Die mechanische Stabilität wird allein durch die Keramik Halter gegeben. Hier ist auch wieder eine der Anodenfläche von der Seite. Hier sieht man die beiden Kathodenbleche pro Anode. Hier ist auch bei der Quetschfuß. Hier ist der BAL-Prüfstempel bei der Abnahme der Wehrmacht. BAL ist die Bauaufsicht Luftfahrt oder Luftwaffe. Es müsste 1841 sein. Das hier ist auch mal eine Detailaufnahme eines Anodenblechs. Hier sieht man nochmal die Kathodenbeschichtung. Wie gesagt, die Kathoden sind halb indirekt geheizt. Die Schrammen am Anodenblech müssen bei der Produktion entstanden sein. Auch hier die Risse im Anodenblech. Weil die Röhre ist von außen mechanisch unbeschädigt. Das lässt eigentlich nur darauf schließen, dass die Verformungen bereits zur Produktionszeit entstanden sind, bevor der Glaskolben oder das System in den Glaskolben eingeschoben wurde. Das ist einer der Anodenverschraubungen plus die Einschmelzung im Glas. Das sind beide Anodenanschlüsse. Die Keramikhalterung, die dicke Keramikhalterung. Hier ist der Quetschfuß. Hier ist einer der Gitterhalter. Das ist die Röhre im Stück ohne die Holzunterlage. Man sieht hier nochmal die Prüfung für die Kriegsmarine. BAL
1841. Nochmal die Anoden in der Detailaufnahme. Das ist die eine der Keramikhalterungen. Das ist der Sockel von unten. Wie gesagt, er besteht nur aus zwei einfachen Stiften. Mal die Verkratzung auf der Anode. Der Glaskolben bestand oder besteht aus zwei Hälften, die während der Produktion zusammengeschweißt werden. Das hier ist die Schweißlinie. Hier kann man es etwas besser sehen. Ein Versuch, das System von innen zu fotografieren. Wie gesagt, die zwei Kathodenröhrchen pro System. Hier ist ein Teil der Kathodenbeschichtung. Der obere Teil des Quetschfußes. Die Getterpfannen und zuletzt die Bilder im Betrieb. Die Kathode leuchtet eigentlich sehr, sehr dunkel. Also es ist kein spektakuläres Leuchten, wie man vielleicht glauben könnte. Also es ist kein Hellbrenner. Also wie gesagt, optisch ist die Röhre eigentlich ein bisschen unspektakulär. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt mal in Betrieb an, auf dem Neuberger. So, da die Röhre einen Spezialsockel hat, bin ich wieder gezwungen, frei fliegend zu verkabeln. Deshalb starten wir wieder in der Vogelperspektive. Ich hoffe, das Ganse ist jetzt im Fokus. Die Röhre hat eine Heizspannung von 4 Volt, einen Heizstrom von maximal 4 Ampere, also ungefähr 4 Ampere.
Die maximale Anodenspannung pro Anode ist 2000 Volt. Das schafft der Neuberger natürlich nicht bei einer maximalen Sperrspannung von 5000 Volt und je 50 mA pro Anode. Der Innenwiderstand der Röhre beträgt 500 Ohm. Da das Datenblatt ebenfalls von Spannungen weit über 1000 Volt spricht, ist natürlich das ein bisschen für die Vitrine. Und wir arbeiten freifliegend, das heißt 250 Volt in der Anode bei 5 Kilo Ohm im Lastwiderstand. Und laut Datenblatt hat die Röhre einen Innenwiderstand von, wie gesagt, 500 Ohm. Das macht 5,5 Kilo Ohm. Und das sollte bei 250 Volt Anodenspannung einen Anodenstrom von ca. 45 mA bringen. Und ja, schauen wir mal, was die Röhre bringt, weil sie ist noch nicht getestet. Wie schon gesagt, wir gehen in den Messbereich G wie Gleichrichterröhre mit 5 Kilo Ohm Lastwiderstand. Und ich brauche wieder meine Messstrippe, nämlich einmal für die Heizung und einmal für die beiden Anoden. So, einmal die Heizung. Hier im Kabuff ist es ziemlich heiß. Es kann sein, dass ich den Neuberger gleich mit Wasser kühle. Ich nutze für die Röhre den Original Aufstellungssockel vom Vorbesitzer, ein Holzklotz. Und hoffe, das Ganze lässt sich jetzt hier einigermaßen konnektieren. So, mal noch mal zurück auf die normale Darstellung. Wir brauchen natürlich das Ampermeter. So, dann fangen wir mal an. Ist alles auf Null. So, die Heizung ist jetzt richtig konnektiert. Ist. Weil die Klimmlampe leuchtet nur etwas dünn, was bedeutet, dass der Heizer einen hohen Innenwiderstand hat. Es könnte natürlich auch bedeuten, dass die Röhre einfach defekt ist. Wie gesagt, sie wurde noch nicht getestet von mir. Schauen wir mal. Wie gesagt, die Röhre hat 4 Volt bei 4 Ampere. Da der Spannungsabfall bei 4 Volt Heizspannung zu groß sein wird, gehe ich direkt in den 6,3 Volt Bereich. Zum Anfang in der kleinsten Einstellung.
Und wir haben gesagt, wir gehen auf 250 Volt Anodenspannung. Da gehe ich jetzt auf den Linksbereich, also die höchste Spannung, 250, weil hier auch einiges abfallen wird. Das heißt, die Daten werden dann in Betrieb eingestellt. Und jetzt ist erstmal die Frage, ob die Röhre überhaupt heizt. Das heißt, ich halte jetzt hier auf die Kathode und somit wird die Heizung eingeschaltet. Und man sieht, von den 6,3 Volt ist nichts mehr übrig geblieben. Ich regle jetzt hier die 4 Volt nach. Die Röhre ist indirekt geheizt, also das heißt, die Heizung braucht ein paar Sekunden, bis sie zu Potte kommt. Man sieht relativ wenig optisch. Doch wenn die Kampfbeleuchtung ausschaltet, dann sieht es besser aus. Okay. Freifliegend. Lichtschalter finden. Gut, dann gucken wir mal, ob Kurzschluss ist. Viel Kurzschluss kann es nicht geben, weil es ist eine Zweifachdiode. So, ich habe schon einen Anodenstrom. Stellen wir mal die 250 Volt mal korrekt ein. Jetzt noch eine Voltstufe runtergegangen. Habe jetzt 250 Volt exakt eingestellt und wir haben 32,3 Milliampere auf der ersten Anode. Die zweite Anode ist ein ähnlicher Wert. Erste Anode, zweite Anode, also 32 zu 32,5. Also die beiden Anoden sind gleich. Rechnerisch wären es 45 Milliampere bei 250 Volt. Die 250 Volt. Was hat mit dem Licht los? Sind korrekt eingestellt. Aber es bleibt trotzdem bei 52,5 beziehungsweise 32,1 plus Tatütata. Endlich. Gut, das ist wie gesagt eine Gleichrichterdiode, also Zweiweg-Gleichrichterdiode. Insofern gibt es jetzt nicht mehr zu prüfen. Die Röhre funktioniert. Ich würde sagen, mit 32 mA von rechnerisch 45 ist sie trotzdem noch im Gutbereich. Und
So, es ist jetzt 15:22 Sekunden. Es ist immer noch der 1. September 2024 und es gibt einen kleinen Vorgucker auf das nächste Video. Wann dieses Video erscheint, ist noch unbekannt. Es kann sein, dass es etwas länger dauert, also ich zwischendrin noch andere Röhrenvideos mache. Aber es geht um die Reparatur meines SX64. Ich habe davon zwei Stück. Den, der jetzt hier steht, und einen defekten, der als Ersatzteillager dient. Und schauen wir mal, was draus wird. Für alle die, die mit SX64 nichts anfangen können, das ist die transportable Version des C64 mit eingebauten knapp 5 Zoll Bildschirm, Farbbildschirm und Diskettenlaufwerk. Also die portable Version der 1541. Das praktisch in transportabel und Originalzitat von der Commodore Werbung. Das ist der erste portable Computer, der unter einen Flugzeugsitz passt. Das war von 1984. Vom Gewicht her, das Teil wiegt ungefähr 10 Kilo ohne Akku und ist auf Netzbetrieb angewiesen. Also bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit und bis denn.